So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der DK. Wir sind angekommen in Gera. Das ist Pupsi. Die hat wieder die schwerste Aufgabe von allen. Die muss den Kasten Bier durch die Gegend fahren. Da ist die Da ist die Shenaya, die ist nämlich auch in Gera. Wir wollen ja die Sino-Tour spielen. Da ist der Fred Durst, ne? Der heißt so, weil er immer Durst hat. Le Biscuit, das ist der Thomas. Und wir wollen ja eigentlich heute am Freitag direkt ein Giratina Community Raid machen in Gera an der Salsa San Salvatore Kirche oder wie das heißt. Da sehe ich schon Budweiser. Und da, das ist typisch Thomas hier. Cola, Bier. Da weiß ich ja schon, als es noch klischeehafter geht's nicht. Budweiser für die Dame und das Cola-Bier für Thomas. So, ist Giratina hier Raid-Boss-Wechsel gewesen? Es ist auch nur heute da. Mir war das wichtig, dass ich jeden Tag einen Community-Raid mache. Und heute den wollte ich unbedingt hier machen, weil guckt, wie das aussieht. Diese Kirche da hinter mir, das ist die Kirche in Gera. Und guckt euch doch nochmal den Rucksack an vom Thomas. Und dann sind ja auch noch Treppen. Dann kann man da noch so runter. Und jetzt sage ich dir, wir sind bei der komischen Tour, als wir waren, da unten vorbeigelaufen. Ja, gell? Und haben hier so einen Raid gemacht an der Kirche und da ist noch so. Ja, da kennt man das ja alles. Mensch, Gera ist ja wie ein kleines Dorf. Was ist denn das? Das ist nichts fürs Raid-Video, das ist was für den Vlog. Denn wir müssen jetzt erstmal kurz gucken, wen wir einladen, schnell den Raid machen und dann hoffentlich ohne Stress und ohne Ruhe irgendwas. Peace out, vorhaut nach. Nee, bis gleich, haut. Ich muss kurz warten, bis die Pokémon Go App startet. Die Pokémon Go App ist gestartet. Wir haben im Community Tab, das kann ich euch aber mal zeigen, kurz noch. Im Community Tab, so, habe ich hier gepostet die Giratina-Übersicht, die Konda-Liste. Das Ding ist Geist und Drache. Ihr nehmt am besten Unlicht, Drache, Fee, Geist, Eis, was auch immer. Nehmt nicht Drache, weil Drache gegen Drache macht Drachensachen, genau wie Geist gegen Geist. Nehmt am besten Eis oder nehmt Unlicht, das ist gut, weil ihr habt ja eh die Despoter-Armee, die ich euch immer rate. Und ansonsten braucht ihr 21.05 als 100er oder 26.31 als 100er mit einer Wetterbrust. So. In der Raid-Gruppe ist auch gepostet, wer alles mitmacht. Das kann ich euch hier kurz noch mal zeigen. Da wollten nämlich noch ein paar auch eingeladen werden. Jetzt bin ich hier bis unten. Matze Nottland, Excavador, Krieber, Müsivil, Miko, Johannes und Henry Niki. Die laden wir jetzt alle ein. Und jetzt ist es 55. Da müssen wir sowieso auf den Raid, auf die Arriba. So, jetzt gehen wir mal hier drauf. Da ist ein grüner Pass. Da ist natürlich noch ein. Ich habe heute schon ein Giratina-Raid gemacht ohne Kamera. Ich habe einen Plibrin-Raid gemacht für den zweiten freien Pass. Und den dritten, den machen wir jetzt hier alle zusammen. Das ist richtig toll. So, Mystical Miku muss ich noch einladen. Der hat gar keine kurze Hose an, sondern wie sonst immer seine Engelbert Strauß kurze Hose, die er sonst immer anhat. Der Limp Bizkit-Mann, der durstige Fred, der hat sonst immer so wie Partnerlook mit. Es ist windig, es ist kalt, ich will mir nicht einen Arsch abfrieren. So, das sind wohl Löcher hinten drin. Nein, lass da deinen Arsch abfrieren. Ja, ich habe jetzt eben die Jacke angezogen. Die ganze Zeit bin ich mit T-Shirt rumgefahren, weil ich ja im Auto und da ist es ja auch immer warm. So, jetzt muss ich noch genau den Mystical Miku einladen und eigentlich kann ich ja mal gucken, wer so online ist. Also wenn ihr wollt, ihr könntet jetzt noch 4 Leute einladen spontan. Jolix, Monolog, Alex, Pokehander, habe ich 4. Was soll ich denn drücken? Ich kann hier beim Samyang kann ich drücken, dann sind wir 4. Ich kann bei mir theoretisch drücken. Sind wir vielleicht 5 von 9, aber willst du nicht mal ein paar Leute mitmachen lassen aus der Community? Ha? Doch, du solltest drücken, dass sie eine Einladung kriegen. Ach so, ich guck so lange mal in den Rucksack rein und dann komme ich wieder aus dem Rucksack raus und dann ist wieder alles kennst gut. Kennst du das? Was? Das Päckchen. Kilkenny. Kennst du die Sorte? Red Ale. Ich glaube nicht. Ich glaube, bei Kilkenny habe ich auch nur mal einen Stempel auf der Straße Jackpot gefunden, habe den mitgenommen, aber selber probiert habe ich es, glaube ich, sowieso noch Jackpot nicht. Jackpot, was du noch nicht kennst. So, wir machen jetzt kurz mal hier den Raid.
Das ist, hier haben wir damals, ich weiß es noch ganz genau, da kam Anego, die Ultrabestie, in die Raids beim GoFest, als wir das GoFest in Gera gespielt haben. War der allererste Raid mit Anego, den wir gemacht haben, hier an dieser Kirche. Wir standen aber unten am Ende der Treppe und da müsste auch noch wie so eine Art Brunnen sein. Da haben wir Anego geraidet, haben gestreamt, haben irgendwas gemacht. So, ich habe für Samstag, Sonntag sowieso jeweils kurz einen Stream angesetzt. Ich denke von 10 bis 11 Uhr, jeweils eine Stunde kann man mal machen. Ansonsten werde ich mich so frei entfalten, für den Vlog ein bisschen was filmen, um das irgendwann mal hochzuladen. Und einfach am Montag dann halt die Ausbeute zu präsentieren oder so. Und das müsste dann irgendwie reichen. Ach nee, Montag kommt ja das Video hier erstmal online von dem Community Raid. Dann kriegt ihr vielleicht am Dienstag, kriegt ihr dann vielleicht die Ausbeute von der Sino-Tour, die jetzt nicht so fett sein wird, weil ich wahrscheinlich einfach nur das Go Plus die ganze Zeit alles machen lasse und mir eher die Gegend angucke und den Thomas. Das ist nämlich wichtig, dass ich den Thomas in der Gegend angucke. Sag mal, du bist gar nicht mit dem Samyang Bulldog Account befreundet, seh. Ich hätte dir jetzt eine Einladung schicken können, stand da. Ich hab ein winziges. 25, 79 und 26. Samyang Bulldog. Ich hab nur deinen Hauptaccount. Ja, aber das ist ja der war ja Haupt, bevor der andere Haupt war, so ungefähr so. Naja, du, ich so, jetzt immer müssen wir uns hier federnd hier hingesellen und schön hochwerfen, einfach fabelhaft, das ist wichtig. Hat jemand einen Shiny? Nö, ich habe aber einen XXS. XXS? Wie viel WP hast du? 25,50. 25? Wie viel hast du? 26,9. Das ist bisher das Beste. Pupsi, wie viel hast du? Okay. Ich habe das kleinste. 2600 ist auch im ersten Ball drin gewesen. Das ist okay. Hey, ja, drei Sterne. 13, 15, 13 aus Gera. Das hebt man mal auf. Das ist jetzt der Thomas. So, schreiben wir mal dran. Ein Gera-Tina. Nee, das ist nicht lustig. Das ist schon wieder viel zu schlau. Bei mir heißt jedes dritte Pokémon einfach Thomas und das war's. So, habt ihr schon ein Gera-Tina? Aber da müsstet ihr es auch in Gera gemacht haben, weil der Thomas so lustig ist. Ansonsten habt ihr einen Schein, ihr habt schon ein gutes. Das war's, glaube ich, vom Community Raid in Gera. Einfach mal kurz den Thomas gesehen und die Shenaya gesehen und Sandra gesehen. Die sehe ich nämlich immer nicht, wenn ich meine Augen zumache. Deswegen muss ich erst mal gucken hier. Und die Laterne hier, die habe ich auch gesehen. Die gibt es auch nur in Gera, glaube ich. Das ist Unikat. Und jetzt guckt euch die Treppe an. Guckt euch die Treppe an. Wie spektakulär. So, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und jetzt muss ich noch irgendwas für einen Vlog oder so drehen. Bierbauer. Hey.